Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play The Last Hex. Wir befinden uns auf den letzten Metern hier. Zum Chef persönlich. Deal 218 Damage, wir haben keinen Block. Not a fan. Ich hoffe, wir heilen das am Schluss wieder. Impervious, okay, hold the line. Wir machen definitiv mal Healing, Herb und Nature's Bounty und dann haben wir dir das drauf. Alright, haben wir irgendwas Negatives auf uns? Nöp. Also zuerst mal Thunder, dann Envenomed Blade, dann Poison Dart und jetzt bist du quasi schon hin. Ich meine, ich könnte mir ein Pregnable auch noch nehmen, wenn es gratis ist. Impervious. Oh fuck. Right. Ja, aber ich kann eh nichts dagegen tun. Wenn nichts wisst. Dass der Lost kriegt leider schon wieder mehr Stärke, was ziemlich nervig ist. Das ist Gott sei Dank ein Undead Assassin. Den mögen wir ja. Poison. Greater Cleave. Poison Dart. Bisschen Heilung. Toxic Transportation, aber wir haben eh noch keine negative Statuseffekte drauf. Impregnable und Impervious sollten eigentlich schon reichen. Wir haben noch einen Venom Blade drauf und holen uns noch ein bisschen mehr Fortified. Deal a shit ton of damage. Einmal, zweimal, dreimal. Okay, wir hätten ihn schon gekillt. Wonderful. Fall Knight, add poison 12 every attack. Gain 192 defense, cleanse all negative effects, fortified 2. Das wird jetzt wohl nicht besonders lange anhalten hier, leider Gottes. Ja, ich hätte Restoration reinhauen sollen. So schlau gewesen. Damage ist ziemlich viel Damage. Okay, tue ich dich eh nicht dieses Mal. Aber es wird viel, viel weniger Damage. Wie immer gerade. Why is that? Was mit dem Charakter zu tun? Fortified, True Strike. Overcharge, okay. Sache erledigt. Undead Guard, Servus. Impregnable, Battle Fury, Impervious. Greater Cleave. Okay. Da das alles auch wesentlich schlimmer sein können. Wir haben nochmal Restoration drauf. Ich glaube, wir machen True Strike und Fortify. Jetzt können wir mal Thunder machen, Hold the Line, Toxic Transportation, Cleanse all Negative Effects. Ich will das cleansen müssen. Poison 50 finde ich jetzt relativ viel. Persönlich. Also werden wir mal davon absehen, das auszufassen. Ich meine, wenn schon, dann sollten wir Sander da wahrscheinlich als erstes spielen, auch wenn es jetzt wirklich keinen großen Unterschied macht. 889 Block. Kriege ich ein für 1000? Yes, dachte ich mir noch, dass ich für 1000 Block ein Achievement bekomme. Greater Cleave und dann den mit ein paar Mal Damage und dann mal die Sache erledigt. Undead Behemoth. Okay, hoppen wir mal. Zuerst mal Impregnable. Hold the Line. Einmal vergiften, zweimal vergiften, Sleep. Deal Damage based of Rage accumulated. Das sollte eigentlich ziemlich genau gar nichts sein. Indeed. Impervious, Battle Fury. Will ich jetzt nochmal Impervious machen? Haben wir irgendwelche negativen Effekte? Ich sehe es nicht wirklich eigentlich.
So, dann nochmal Greater Cleave. Ja, Bypassing Defense. Das sind mir die liebsten Haber. Immer mit fucking Bypass Defense. Was habe ich 616 davon? Nicht schon wieder ihn stärker machen, aber gegen ihn kriege ich irgendwie wirklich immer am Anfang keine Angriffe. It's impossible. Man, yeah, alrighty. Dann explodiert schon wieder, du Sack. Eieiei. Nicht nochmal ihn stärker machen. God fucking damn it, wie wenn ich schon genug Probleme hätte. Nee. Alright, dankeschön. The Lost. It's up to 3 random effects at the start of fight. Strength 77, Region, okay, und Bolster 90. Fängt an mit Destroy Top Card of Player Deck, Defense 144, Heal, Attack, ja. Er macht einen Haufen Sachen auf einmal, ich hoffe, er, weiß ich, was das Top ist von mir? Ich hoffe, es ist nichts allzu Gutes. Wir werden mal Impregnable machen. Hold the line, hold the line. Ich weiß nicht, ob wir Venom Blade machen. Wie viel 45? Ich hab Booster. Ich hätte gern schon von Anfang an mehr Fortified, glaube ich. Jetzt könnten wir noch irgendwas machen. Die Frage ist, was davon wollen wir? Wir werden eh relativ. Wir könnten ihn einfach mal schwächen, oder? Haben wir ein Potion of Weakness? Ja, wollen wir ihn jetzt einfach mal schwächen? Vielleicht. Sollte das alles ein bisschen weniger heiß gegessen werden. Gain 361 Defense, Regen 81 Cleanse Effects. Also, das ist schon ziemlich insanely fucking imba. Wir haben auch super lang gewartet, natürlich. Wobei, wir können das hier abstellen. Das werden wir auch kurz tun. Essence Reaver. Kann ich das vielleicht lesen? Player loses. Wieso sehe ich das nicht? Ich habe dich schon mal. Das ist just a lie. Ich habe ihn schon mal besiegt. Sieht man das bei ihm nie? Wie viel Health ist es? Kannst du das ein bisschen größer drucken? God damn it. Impervious. Ich glaube, das bringt uns jetzt nichts, dass wir das Impervious gemacht haben, weil er nämlich direkt an die HP geht. Aber ich habe nicht gesehen, wie viel es ist. 138, okay. It's not that bad. Deal 300 at a random. Negative effect to player. Okay, sure. Hold to full health to remove. Ich weiß nicht, ob wir das so hinkriegen. War noch nicht full health. Kann ich es einfach so wegkriegen? Nein, auch nicht. Well, well, well. Dann machen wir mal Overcharge. Okay, Weakness. Ich bin schlimmer sein auch. Will ich das schon machen? So ein bisschen früh, oder? 95 Strength will jetzt auch noch dazu bekommen. Ich glaube für Band of Regrowth ist das. Ich meine, die Regen 30 sind geil. Aber ich brauche die Heilung einfach glaub, gar nicht. Nee, wobei ich wäre das hier losgeworden. Ich weiß nicht, ob es das wert gewesen wäre. Wir kriegen ihn gleich nochmal die Chance. Top Card. Ich meine, wir sollten spielen, bevor es dann irgendwann zerstört wird. Von dem Monster hier. Vielleicht spiele ich es jetzt. Na, wir haben es gerade schon losgewonnen. Nee. Nee. Makes no sense. Gain 287 Defense. The next 6 card played are destroyed. Genau, dafür nehme ich, habe ich die ganzen Potions. Die nächsten, nachdem er das gespielt hat, werden wir einfach nur 6 Potions spielen, die sowieso zerstört werden würden. Statt dass ich meine eigenen schönen, wohlverdienten Karten hier loswerde. The next 6 cards played are destroyed. Alrighty. Hello. Was kommst du mit? Das kommst du da? Ja, 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 ja. Das heißt, wir hauen dem guten Herrn jetzt einmal. Also wir hauen uns mal rein. Regen. Haben wir noch ein anderes Regen Potion, das vielleicht noch ein bisschen fetter reinfetzt? Nein. Sure. Poison. Sure. Poison. Sure. Cleanse Burn. Das ganze Cleanse-Zeug brauche ich leider nicht wirklich. Machen wir mal noch ein Energy. Haben wir einen Burn drauf? Das ist why not? Oh, da haben wir nochmal Regen. So, war das jetzt genug? Ich glaube, das waren genug.
Das heißt, wir können jetzt mal Hotline machen. Dann Greater Cleave. Dann Overcharge. Servus! Ja, das war jetzt ein kurzes Video. 10 Minuten. New Card Cheap Shot, Fire Mastery, Nightmare X. New Class Farmer. Wir haben eine neue Klasse. Ja, die Zeit war ziemlich lange. Was ist die neue Klasse? Was soll Survival sein? Create a Character? Oh, interesting. Ich glaube, das machen wir nicht jetzt, aber it sounds dope as hell. Kann ich vielleicht wieder zurück, bitte? Save and exit. Wir müssen nicht wirklich saven. Adventure. Weil was wir jetzt als nächstes machen wollen, glaube ich, ist die Pharma-Klasse ausprobieren. Use the arrows to select the class. Starting gold 0, class skill, bountiful harvest, gain 25 gold every non-city hex move to. Kann es sein, dass der unglaublich kacke ist? Kann es sein, dass das einfach nur eine... Wow. Dass das einfach nur Hard Mode ist hier? Ich weiß nicht, ob wir unbedingt Hard Mode machen müssen, nachdem wir es bisher nur mit dem Champion geschafft haben, den Lost. Also ich habe es auch einmal mit dem Assassin geschafft und ich würde es halt gerne mal mit den normalen Klassen schaffen. Weil der Farmer, ich meine, der hat ja nichts Gutes, oder? Let's run away to player hand every turn destroyed after 12 uses. I don't know, he looks like shit. Wir hatten gerade ein... Machen wir nochmal einen Wizard Run, würde ich sagen. The World Map, indeed. Aber das heißt, lange in der Gegend rumlaufen ist definitiv eine gute Idee. Ich glaube, das hat mir mittlerweile doch relativ klar gezeigt. Also wir brauchen zuerst einen Shit hier, bevor ich wieder gleich als erstes rauslaufe, was natürlich immer eine blöde Idee ist. Plus one Expertise, not really. Plus one Energy? My dude, hello! Equip new item. Fangen wir gleich mal mit mehr Energie an. That is dope as motherfuck. Okay, jetzt wissen wir nicht, was die Leute machen, das heißt, warum muss ich mich wieder zuerst gewöhnen? Ich meine, ich weiß natürlich eigentlich, was sie für ein Deck haben. Fireball, Magic Missile. Kennen wir diesmal nicht, also tun wir wieder zweimal blocken. Gehen 24 Defense, Weakness 1. Nochmal, zweimal. Bringt eigentlich nichts. Also defend man nochmal. Da kommen die 16 Damage raus mit dem Club. Fireball, Sunstrike. Fertig. Contagion. Nichts davon gefällt mir wirklich. Wir nehmen mal Antidote. Gehen wir in den Event, wieso nicht? Attempt to leave. Fight ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Gleich einmal ein Elite-Fight. Wir haben noch nicht wirklich die Karten dafür. Aber anyways, was soll schon schief gehen, nicht wahr? No risk, no fun. Yada, yada, yada. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Klingt ein bisschen viel Bleed drauf mittlerweile. Wollte ich nur sagen. It's a bit much. Genau, ein bisschen weniger Bleed. Gut leben. Weil wir sind doch relativ nah am Sterben hier. Noch mehr Burn auch noch dazu. Sure, why not? Einmal, zweimal, dreimal. Eieiei. Ja, das ist like. Wir sterben hier. I'm pretty sure. Sind wir nah? Nein, wir sind. Wenn wir diesen Turn nicht killen, which we don't, sind wir nächsten. Also kommen wir nicht mehr drauf. Back to title. Right. Nein, ich wollte nicht gleich aus dem ganzen Spiel raus. Aber okay, jetzt habe ich habe die Folge dutifully verlängert. Und wir fangen das nächste Mal neu an mit dem Magier. Ich hoffe, wenn mir das Spaß gemacht hat, zuzusehen, wenn das der Fall war, dann liked und abonniert den Channel. Aber freue mich schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.